Schön, erotisch und abenteuerlustig. Diese Frau hat ein bewegtes Leben. Ihre Karriere beginnt früh. Schon als Neunjährige steht Christine Kaufmann als Rosenresli vor der Kamera und wird zum Kinderstar. Mit 16 lernt sie ihren ersten Ehemann, den Hollywood-Star Tony Curtis, kennen. Mit ihm hat sie zwei Kinder. Ich kam, ich sah, ich siegte. 1962 in Südamerika bei den Dreharbeiten zu dem Film Taras Bulba verliebten sich die beiden ineinander. Nicht in Hollywood, sondern in Deutschland geht Christine Kaufmanns Schauspielkarriere weiter. Oft spielt sie die verführerische Femme Fatale. Den Teppich. Sie brauchen ihn doch. Unter der Regie von Helmut Dietl in der berühmten Serie Monaco Franze entdeckt sie ihr komödiantisches Talent, spielt eine überdrehte Antiquitätenhändlerin. Und in Sketchen an der Seite von Harald Junke versprüht sie Sinnlichkeit und Ironie. Dann wendet sie sich ab vom Film und spielt nun häufiger Theater. In den letzten Jahren hat sich Christine Kaufmann zurückgezogen von der Schauspielerei. Ihr Leben bestimmt Themen wie Bewegung und Ernährung. Darüber schreibt sie Bücher. Herzlich willkommen, Christine Kaufmann. Also Christine, wir haben uns ja glücklicherweise in den letzten Jahren immer wieder regelmäßig getroffen. Und ich bin jedes Mal wieder geplättet, wenn ich Sie sehe, wie gut Sie aussehen. Und jetzt habe ich Ihr Buch gelesen. Und da ist ja in einem Kapitel genau beschrieben, dass Sie sich ärgern über die Leute, die immer sagen, Sie sind geliftet worden. Oh. Das ist ja nicht zu fassen. Ich meine, Sie haben doch alle Prozesse gewonnen in der Zwischenzeit. Warum sagen die Leute das immer noch? Ich glaube, dass es eine Konditionierung ist. Ich glaube, in den Frauenzeitschriften steht immer nur, Cremes müssen Sie nehmen, geliftet, Botox und so weiter. Dabei kenne ich persönlich wahnsinnig viele Frauen in meinem Alter, die eine sehr gute Haut haben und die nicht geliftet sind. Nur die, über die schreibt man das halt nicht. Ihre Geheimnisse sind Wasser, Cremes, Zen-Meditation, Ruhe. Was sind denn Ihre Geheimnisse? Ich hab nur hautfreundliche Leidenschaften, muss man sagen. Also ich glaube, es gibt viele Leute, für die eben meinetwegen in einer Kneipe stehen oder Zigaretten rauchen, Alkohol trinken Spaß macht. Bei mir ist es eben so, ich bin immer wahnsinnig gerne gereist, am liebsten mit dem Zug, allein nach Persien, also vor 30 Jahren oder so. Aber ich glaube, dass das auch eine gewisse, ich habe keine Angst vorm Älterwerden. Ich habe nie Angst davor gehabt, weil ich als junges Mädchen immer ältere Frauen mochte. Und ich denke, wenn man das gerne hat, also wenn man das älter, ich habe meine Oma geliebt und ich fand sie wunderschön. Und deswegen hat es mich nie erschreckt, wenn jemand graue Haare hat, obwohl ich meinen immer noch färbe, das gebe ich zu. Aber das Altsein war für mich nicht abschreckend. Bei uns kommt hier gerade eine Feuerwehr aber vorbei. Aber nicht für uns. Nee, es kann gut sein, dass der ein Autogramm von Ihnen haben will. Christine, Sie sind jetzt selber Oma. Mhm. Ich glaube viermal, wenn ich richtig gezählt habe. Und die vier Enkelkinder können jetzt natürlich sagen, jetzt haben wir die schöne Oma. Aber da gibt es dann doch die Auseinandersetzung zwischen Oma, zwischen Mama, zwischen Enkelkindern. Und Sie haben darüber sehr viel nachgedacht und viel Interessantes aufgeschrieben. Danke. Dass dieser Konflikt zwischen Mama und Oma, dass der einer näheren Betrachtung bedarf. Also ich habe das beobachtet am Kinderspielplatz. Und also in München ist es, also ich habe es in München beobachtet, weil mein Enkel Raffi ist eben in München. Und da habe ich beobachtet, dass es unglaublich viele Frauen gibt, wo ich immer gedacht habe, ist es jetzt die Oma oder ist es die Mama? Und habe dann noch angefangen, also oft war es dann die Oma, ja, die also mit geradem Rücken, so wie das Kind hinten aufs Fahrrad noch eine Tasche nimmt, also sehr aktiv ist und sich nicht so mehr kleidet, ist jetzt das Falsche, ist also nicht, dass die auf jung gekleidet sind, sondern es ist eine andere Art zu sein, ein anderes Selbstbewusstsein. Und was ich dann in Gesprächen mit einigen Frauen festgestellt habe, ist, dass genau das gleiche Problem, das ich habe,
Meine Töchter wollen nicht wahrhaben, dass ich in 10, 15 Jahren spätestens tot sein werde. So ist es einfach. Also man lebt halt nur eine begrenzte Zeit. Und viele von den Großmüttern sehen einfach nicht, also selbst bei meiner Großmutter hätte ich immer gedacht, okay, sie ist da, sie wird nicht mehr lange da sein. Man wird relativ rücksichtslos behandelt, weil man durch diese scheinbare äußerliche Festigkeit und Solidität zeitlos wirkt. Aber es stimmt eben nicht. Die Zeit ist begrenzt. Und umso weniger Zeit man vor sich hat, umso wichtiger ist es, diese Zeit irgendwie nicht nur zu genießen, indem man, ich weiß nicht, was die Leute als Genuss empfinden, aber indem man die Zeit nutzt, aber nicht ausnützt, sondern nützt vielleicht auch, indem man nichts tut. Nicht immer die Großmutter ist, das war jetzt mein Problem einige Jahre, die immer bereit ist, sich für alle aufzuopfern oder so, keine Zeit mehr für sich selber beanspruchen. All diese Dinge habe ich eben auch selber lernen müssen und auch viele andere Frauen, mit denen ich geredet habe. Sie haben gesagt, unsere Töchter finden, dass wir schnucklig aussehen, aber sie sind grausam zu uns, weil man eben nicht so aussieht, als ob man eine begrenzte Zeit vor sich hat. Man kann natürlich auch bei Oma wunderbar Kinder parken. Ja, ich habe es gerne. Ich habe es ja wahnsinnig gerne. Also die Kinder, ich bin natürlich nicht nur die Oma, ich bin ja eigentlich auch der Opa. Ohne Schnurrbart, aber. Weil. Also Ihr Bruder hat gesagt, Sie sind die Glucke, an der sich die ganze Familie festhält. Sie sind diejenige, die eigentlich von allen immer gefragt wird, Sie müssen die ganz Starke sein. Ja. Und alle anderen haben Sie sozusagen als Orientierung. Das ist eine schwere Verantwortung. Ich bin natürlich wie jeder Mensch gibt es, ich glaube, dass in der Kindheit ist es so, als ob die Eltern Furchen durch unsere Seele ziehen. Und in diese Furchen fließt dann etwas, es sind Gewohnheiten. Und bei mir ist es so, dass ich so früh angefangen habe, meine Familie zu ernähren, dass ich eigentlich nie in Frage gestellt habe, ob ich überhaupt das Recht habe, Dinge für mich selber zu behalten, Nein zu sagen, mich zu verweigern im weitesten Sinne. Und das war eigentlich mein Leben lang nie ein Problem, weil ich immer so viel gereist bin und viel alleine bin. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der die Einsamkeit sucht, weil ich mich da nicht alleine fühle, komischerweise. Aber mit den vielen Kindern und Enkeln war es dann eines Tages so, dass ich festgestellt habe, ich kann überhaupt nicht Nein sagen, selbst wenn ich will. Und ich bin da zu einer Therapie gegangen, weil ich das unbedingt lernen musste. Und seitdem ich das mache, ist auch die Beziehung besser. Was heißt das, Sie sind zur Therapie gegangen? Was haben Sie gesucht? Ich habe festgestellt, dass ich nicht Nein sagen konnte. Also so banale Beispiel, ich verdiene ja seitdem ich Kosmetik mache unverhältnismäßig mehr Geld als früher. Ich wollte übrigens sagen, mit dem biologischen Essen, selbst in meinen ärmsten Schauspielerphasen, weil die hat man immer wieder, wenn man Theater spielt, habe ich immer Biokost. Man kann nämlich intelligent auswählen. Das heißt, man isst die Sachen, die gerade in Saison sind, isst weniger oft Fleisch und so. Es geht also auch mit weniger Geld. Aber jetzt zurück zu der anderen Sache. Es war also so, dass ich plötzlich Geld verdient habe. Natürlich finanziert man Studien, also Studienplätze gerne auch. Aber es waren dann plötzlich Leute, die ich kaum kannte, die gesagt haben, du, kannst du mir mal ein paar tausend Euro leihen? Und ich habe gemerkt, ich will dem kein Geld geben. Ich kann aber nicht Nein sagen. So als ob ich ein neunjähriges Kind bin, die einfach sagt, nein, ich muss immer für andere da sein. Und es war sehr, sehr schwer. Wir unterhalten uns hier normal. Ich habe weder den Anspruch, jemals mit einem Psychiater verwandt gewesen zu sein. Aber was bei Ihnen natürlich auffällig ist, ist, dass Sie diese schwere Kindheit hatten. Dass Sie Ihren Eltern schon gewisse Vorwürfe machen, weil die haben ihr Geld ausgegeben. Nein, das tue ich nicht. Also ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig zu verstehen, warum Eltern gewisse Dinge tun. Es ist eigentlich auch wichtig, weil man später dann auch vielleicht auch das Gleiche kriegt. Also nicht, dass ich es einfordere, aber meine Eltern, wenn ich mir sie mir vorstelle als
22 oder 25 Jahre alt in diesen Kriegswirren und so weiter. Ich habe ihnen das nie vorgeworfen. Tatsächlich war es aber so, dass ich geprägt wurde. Und ich wurde sehr geprägt, dass ich eigentlich eben nicht Nein zu gewissen Forderungen sagen konnte. Und das habe ich jetzt als alte Oma gelernt und ist ganz toll. Aber Ihr Bruder sagt zum Beispiel, dass Sie es schwer hatten. Und dass Sie aber er sieht die Dinge so. Mhm. Ja, vielleicht ist das auch der Unterschied, wie ein Mann denkt und wie eine Frau denkt. Vielleicht, ich glaube auch. Wir haben vorhin in dem Film gehört, dass Sie sich ein bisschen zurückgezogen haben, sich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen als mit Schauspiel, Film und Theater. Was ich sehr bedauerlich finde, alle großen Regisseure sagen, wenn wir die Kaufmann besetzen könnten, das ist immer noch eine erste Besetzung. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Es ist anders gelaufen. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in Wien 1990. Ja? Ich habe Filme gemacht, Theater gespielt, ich hatte meine Enkel da und so weiter. Und dann ist mein Vater gestorben und der Golfkrieg gleichzeitig, der erste. Und ich habe wahnsinnige Depressionen bekommen, also komischerweise auch wegen dem Krieg und auch, weil ich nicht trauern konnte über meinen Vater. Und bin dann nach Marokko für 5 Jahre und dann war ich praktisch aus dem Geschäft, was mir aber egal war, weil ich fand immer das echte Leben interessanter und spannender als das Getürkte. Aber das ist echt Geschmackssache. Und wenn man einmal weg ist aus diesem Geschehen, und dann bin ich ja zurückgekommen, relativ arm, habe dann mit der Kosmetik, das ist mir so zugefallen und finde das sehr interessant. Ich bin jetzt in einer anderen Position, ich gehe auf der Straße und Frauen umarmen mich und sagen, ich fühle mich gut, ich wasche mich mit ihrer Seife und es geht mir gut. Das hat mir eigentlich ein bisschen mehr gegeben als der Golden Globe, ehrlich gesagt. Dieses Auf und Ab in Ihrem Leben, dieses Mal oben sein, dieses Mal unten sein, das hat ja auch mit Seelenschwankungen zu tun. Sie sprachen vorhin von Depressionen. Wenn man sie sieht, dann möchte man als Mann, wird immer der Beschützerinstinkt sofort angesprochen. Sie haben es ja wirklich oft sehr schwer gehabt im Leben. Und jetzt haben Sie in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht, wo Sie anderen Leuten sagen, ihr sollt die Lebenslust in den Mittelpunkt stellen, konzentriert euch auf euch selbst. Wie kommt es, dass Sie auf einmal sozusagen als Guru durch die Welt ziehen? Ich bin ein Guru wider Willen. Also das war's. Ich habe mich eigentlich nur geärgert. Ich habe mir gedacht, wie ist es möglich, dass Menschen ab dem Moment, wo man absehen kann, dass die Zeit nicht mehr, also dass man keine 100 Jahre mehr lebt oder auch nicht leben will, dass durch den Druck des Älterwerdens, dass man einfach kein Modell gibt. Es kann doch schön sein. Also ich finde es sehr schön, älter zu sein. Ich bin wesentlich glücklicher jetzt als Kind. Wesentlich glücklicher und vielleicht sogar ein bisschen jüngere in meinem Herzen. Das heißt, man kann sich über Erfahrung eine große Freiheit erarbeiten oder erleben. Und dieses Thema fand ich sehr wichtig, weil es gibt immer Krisen. Und man muss eben, das heißt, man muss gar nichts außer sterben, aber es ist sehr schön. Krisen sind wunderbare Gelegenheiten, um zu wachsen und eben zu dieser Jugendlichkeit zurückzukommen, die man eben im Lauf des Lebens vielleicht verloren hat oder auch gar nicht mehr wollte. Also, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie die glücklichste Oma aller Zeiten werden, danke, dass Ihre 4 Enkelkinder noch vieles von Ihnen lernen können. Danke, dass Sie hier waren. Die Zeit ist schon wieder zu Ende. Dankeschön. Ich würde mich so gerne noch ein bisschen über ein paar Produkte mit Ihnen unterhalten haben. Brauchen also, Sie nicht. Nee, ich will ja nur wissen. Also ich kann Seife kaufen von Ihnen. Was kann ich noch kaufen? Ich habe wahnsinnig viel Produkte. Aber ich bin dabei, eine neue Linie zu entwickeln. Eine neue Linie? Was heißt das? Ein neues System, ein neues Pflegesystem. Aha. Gut. Die meisten Systeme sind gleich und arbeiten an einem neuen. Also, wir gucken nach, wenn Sie wieder was Neues sagen, sagen Sie bitte Bescheid. Herzlichen Dank, Christine Kaufmann. Danke.